So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Es ist nämlich noch saudunkel draußen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was macht der Junge schon wieder? Mitten in der Nacht fährt er irgendwo hin. Um 5 Uhr aufgestanden, weil heute Early Bird in Winterberg Vormittag. Der Park hat nochmal spontan ein Wochenende mehr aufgemacht jetzt sozusagen. Und heute ist der offiziell letzte Tag Bikepark Winterberg. MT Benny dabei, Marc dabei, Thomas dabei. Ich glaube, Tan und Justin sind auch da. Vielleicht Jakob, vielleicht auch. Den kennt ihr von Willingen vom letzten Mal. Ja, es wird eine coole Runde, hoffe ich. Es sind Sturmböen angesagt. Es ist nass, regnet, matschig. Perfektes Wetter, um die Matschreifen mal zu testen. So Leute, Winterberg angekommen. Schaut mal raus. Ihr könnt es gar nicht sehen. So sieht das aus hier gerade. Das wird auf jeden Fall super. Und das Auto von Benny ist liegen geblieben. 10 Kilometer vom Park. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es hört jetzt bald hier mal auf zu regnen und es wird nicht noch schlimmer mit dem Regen. Ja, wir warten jetzt mal ein bisschen. So, eine Abschleppstange hatte der Thomas zum Glück dabei. Jetzt bin ich den Jungs die Abschleppstange bringen gegangen. Und jetzt fahren wir weiter. Da könnt ihr es sehen. Jetzt wird der Benny abgeschleppt. Was ein Tag. Und das Wetter ist so eklig. Es regnet immer mehr, es stürmt langsam. Das wird auf jeden Fall witzig. Boah, Leute, es ist so ungemütlich. Ich fühle mich jetzt gerade gar nicht danach, in den Bikepark zu gehen. Aber wir warten jetzt auf die anderen. Dann werden wir die Räder zusammenbauen, Tickets holen. Und dann ordentliche Matschparty haben wahrscheinlich. Hallo, Jude, hallo! Deine Brille ist übrigens jetzt schon beschlagen. Ja, ich habe da. Aber du hast so ein Augenproblem. Ab geht's! In der Zeit, wo Marc und Benny noch sich ums Auto kümmern mussten, sind wir dann einfach schon mal losgestartet, runtergerollt über die Flow Country zum Lift für die erste Auffahrt. Und ich muss sagen, es hat wirklich viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Es war zwar eklig, kalt, nass und so weiter, aber auch mit den neuen Reifen hatte ich kein einziges Mal das Gefühl, dass ich irgendwie einen Verlust von Grip hätte. Im Gegenteil, es war einfach super gut und an manchen Stellen irgendwie tatsächlich besser als auf trockenem Boden. So Leute, ich bin mit dem Jerry und dem Thomas schon im Lift jetzt und wir fahren jetzt schon einmal hoch. Es tropft mir, es ist alles nass. Handschuhe komplett nass. Ich glaube, die Foxhose hat bisher dicht gehalten. Wir sind aber auch schon eine halbe Strecke runtergefahren und ich ersetze heute mal den Steve. Ja, Steve, werd mal wieder gesund, damit wir wieder fahren können. Ja, Blackline macht bestimmt auch Spaß heute, ne? Oh, total, ja. Ist ja auch für Einsteiger total zu empfehlen. Ja, sehr zu empfehlen. Oh, es regnet nicht mehr, oder? Also ich merke es nicht mehr, ne? Wir merken es einfach nicht. Ja, ich rufe jetzt, glaube ich, mal den Marc an, frag, wo der bleibt. Damit wir mit dem auch zusammenfahren können. Es macht irgendwie mehr Bock, als ich dachte. Ich weiß nicht, wie viel ihr auf der GoPro sehen könnt, weil die ja immer nass ist. Aber ja, wir machen uns jetzt einen schönen nassen Tag hier. Dann sind wir los auf die Freeride gestartet und die war tatsächlich oben an ein paar Stellen nochmal echt frisch neu geshaped und auch beim Auffahren mit dem Lift hat man gesehen, dass der Bikepark Winterberg nochmal einiges an Streckenpflege betrieben hat, aber nichtsdestotrotz, da die Freeride Line einfach die frequentiertste Strecke im ganzen Bikepark ist, waren die Bremswellen natürlich trotzdem am Start und deswegen sind wir die Line auch einfach nur einmal gefahren. Allgemein bei dem Wetter haben wir uns nicht an jede Line gewagt, sondern sind hauptsächlich Flow Country, Kyrhill, Freeride und natürlich die Loose Lee gefahren. Und ich sage schon mal im Voraus,
So wie ich die Lucy Lee diesmal fahren gelernt habe mit dem Thomas zusammen, bin ich sie vorher noch nie gefahren. Liebe Freunde des Mountainbike-Bergab-Fahrradsports, wir fahren jetzt mal die Lucy Lee. So, ab geht's. Let's go. Ah, oh, meine Füße. Ich bin zwar die Lucy Lee jetzt schon 2-3 Mal gefahren, allerdings nie wirklich über jeden Sprung drüber gekommen. Und ich glaube, der Thomas hat sich ein bisschen zum Ziel gemacht, mich da einfach drüber zu ziehen heute. Und genau das haben wir uns dann halt auch vorgenommen. Und mit dem Thomas zusammen und mit dem richtigen Tempo das Ganze hier zu fahren, hat sich das schon ganz, ganz anders angefühlt. Und man hat so ein Gefühl dafür bekommen, wie man die Line eigentlich wirklich fahren sollte und wie die sich dann anfühlt, wenn es gut läuft. Oh Gott. Leider hatten wir dann eine Gruppe vor uns, die uns ein bisschen aufgehalten hat, die einfach noch entspannt auf einer Warm-up-Runde waren vielleicht und sich vielleicht einfach ja ein bisschen unwohl gefühlt haben auf der Line. Aber total egal, wir haben dann kurz angehalten an der Seite, um nochmal Schwung zu holen und die Line mal langsam abzufahren, ist vielleicht ja auch gar nicht so eine schlechte Idee zwischendurch, um sich das alles mal anzusehen. Also ich war ehrlich gesagt mit der Line schon happy, die ich jetzt gefahren war. Aber Thomas wollte unbedingt einmal die Line komplett durchfahren, in dem Tempo, wie er sich das vorgestellt hatte. Und deswegen mussten wir nochmal nach oben. Leute, kann sein, dass die Linse nass ist. Alles ist nass. Ich habe jetzt endlich mal den Marc das erste Mal mit dem Lift. Der ist auch komplett nass. Sehr chaotischer Tag. Ich habe keine Ahnung, ob die GoPro-Aufnahmen überhaupt was geworden sind, aber die Lucy Lee lief heute richtig gut, weil Thomas mich über ein paar Sachen drüber gezogen hat. Ja, also Halbtagesticket bei so einem Wetter reicht dicke aus. Immerhin wird es nicht mehr von oben nass, das ist jetzt schon mal ein Fortschritt. Aber Leute, zieht euch das rein. Ich brauche unbedingt nicht nur Matschreifen, sondern auch Matschschuhe in Zukunft und am besten ganzen Matsch. Anzug. So, wir fahren jetzt nochmal los. Wie war das noch? Hast du selber Probleme? Ja, kalte Hände. Kalte Hände, kalte Eier, kalt alles. Kurz mit der Nase auf den Vorbauhorn ist der Schmerz in den Händen sofort weg. Second try, Lucy Lee.
Stell dir was auch gedacht. Benni, wie war denn dein Tag heute? Mega, sieht man doch. Ja Leute, das war's. Wir fahren jetzt nochmal hoch. Wir haben jetzt ein bisschen das Rad sauber gemacht. Aber wenn wir es anfassen, ist es direkt wieder dreckig. Ja. Ja, lass mal zum Auto starten. So, Auto, Fahrrad, alles sieht aus wie Scheiße. Und Reminder an mich selber, in Zukunft immer wechselt Schuhe und Socken mitnehmen, weil dann wäre das Ganze jetzt halb so schlimm. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich muss jetzt schnell nach Hause. Heizung volle Kanne auf die Füße und warm baden gehen. Abonnieren nicht vergessen. Das war Bikepark-Saison 2021 in Winterberg. Season Closing jetzt wirklich. Heute ist der letzte Tag gewesen. Haut rein.